Die astrologische Prognose und Jahresvorschau für 2021. Was erwartet uns im nächsten Jahr? Welche astralen Einflüsse werden am Werk sein? Nachdem wir auf ein astrologisch und gesellschaftlich sehr ereignisreiches Jahr zurückblicken, geht es in diesem Video um eine Jahresvorschau zu den wichtigsten Himmelsereignissen, die wir anhand der kabbalistischen Astrologie erläutern. Brotherhood of the Eternal Light – Ausbildung in den westlichen Mysterien. Herzlich willkommen auf deinem Kanal zur Kabbalah, der westlichen Mysterientradition und kabbalistischen Astrologie. Es gibt 2021 wieder einige interessante Planetenkonstellationen und Himmelsereignisse. Wir gehen in dieser Jahresvorschau auf die einflussreichsten von ihnen ein. In der Mondanastrologie interessieren wir uns primär für die langsamen Planeten, sprich Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und dabei für ihre Aspekte und Zyklen sowie Ingress, das heißt Zeicheneintritte. Ferner sind auch die Eklipsen von besonderer Bedeutung, also die Sonnen- und Mondfinsternisse. Der Jahresübergang ist geprägt von der großen Konjunktion, die Konjunktion von Saturn und Jupiter, die zur Wintersonnenwende am 21. Dezember 2020 stattgefunden hat. Schaue dir unser Video dazu an, wir haben es dir in der Videobeschreibung verlinkt. Jupiter-Konjunktion Merkur und Saturn im Sextil mit Chiron. Das Jahr beginnt mit einem Sextil von Jupiter, Saturn und Merkur im Wassermann mit Chiron im Widder, das um den 11. Januar stattfindet. Die durch den Wassermann freiheitlich und menschlich geprägten Werte Jupiter und Regeln Saturn und die Struktur des Denkens und der Kommunikation Merkur erfahren hier eine unterstützende Wirkung heilender Impulse durch Chiron im Widder. Vielleicht kann ein freiheitlich-menschlicheres Denk- und Wertesystem hier eine unterstützende Kraft erfahren. Wird diese Konstellation einen Impuls geben können, dass sich die durch Covid in 2020 geprägten gesellschaftlichen Werte in eine menschlichere und heilsamere Richtung gehen könnten? Das wäre sicher eine willkommene Aussicht, wahrscheinlich leider aber nur von kurzer Dauer oder als Einfluss zu schwach, denn bereits eine Woche später erleben wir das Quadrat von Uranus und Jupiter. Uranus in Stier, Quadrat Jupiter in Wassermann. Am 17. Januar wird das Quadrat gradgenau, kurz nachdem Uranus wieder direktläufig geworden ist. Die konfliktgeladene Wirkung des Quadrats der beiden Planeten wird schon Anfang Januar spürbar werden, während sie sich dieser Position annähern. Das Besondere ist dabei, dass Uranus sich immer noch im Zeichen Stier befindet, wo seine wandlungsbringende Kraft weiterhin durch die Stabilität des Stiers gehemmt sein wird. Darüber hinaus verspricht das Quadrat ein energiegeladenes Zusammenspiel mit Jupiter. Worum geht es dabei? Die Kraft der auf Freiheit und überpersönliche Menschlichkeit gerichteten Ideale von Jupiter in Wassermann sind vorerst noch schwierig umzusetzen. Es wird wohl noch keine Veränderung der schwierigen gesellschaftlichen und politischen Situation zu erwarten sein. Obwohl Jupiter die Hoffnung auf Wachstum von ideellen Werten und einer Lockerung der Maßnahmen in uns wachhält, spricht das Quadrat mit dem Uranus im Stier vorerst eher weiterhin für chaotische Zustände, in denen die Situation stagniert und vorerst Apathie herrscht. Eine denkbare Auswirkung könnte auch in einem Konflikt zwischen jenen bestehen, die auf ein Ende der Maßnahmen hoffen, damit die Menschen wieder aufatmen können, weil sie dann frei sind von den Beschränkungen und es zu neuem Wachstum und Chancen kommt, und jenen, die an den Einschränkungen festhalten, um die Infektionsrisiken auf ein Minimum zu begrenzen. Zumal sich auch Mars zu diesem Quadrat gesellt und damit Uranus in Konjunktion steht. Auch Mars steht dem Stier nicht ideal und ist in seinem Ausdruck gehemmt. Der Impuls durch den Mars könnte Uranus in seinem Ungleichgewicht bestärken und am bzw. um den 20. Januar möglicherweise zur Gefahr plötzlicher Gewalttätigkeiten führen. Eine weitere Verstärkung dieser schwierigen aggressiven Energie ist die Konjunktion von Mars und Uranus mit dem Fixstern Hamal, der für Gewalttätigkeiten und Grausamkeit steht und dessen Wirkung traditionell als sehr negativ eingeschätzt wird. Ausblick USA. Für den 20.01. ist in den USA die Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden geplant. Das ist 3 Tage nach dem gradgenauen Quadrat von Uranus und Jupiter, das am 20. Januar mit weniger als 1 Grad Entfernung noch stark ist und wirkt. Und Mars steht dann in genauer Konjunktion mit Uranus und ebenfalls im Quadrat zu Jupiter und Saturn. Dies ist eine herausfordernde Konstellation für den neuen Präsidenten, insbesondere weil wir, während wir dieses Video produzieren, von einer Anfrage an General Mark Milley, den Chef des US-Generalstabs, lesen. Dieser war gefragt worden, was er als Chef des US-Generalstabs tun würde,
Wenn der noch amtierende Präsident Trump versuchen würde, das Militär zu beauftragen, um Präsident bleiben zu können. General Milleys Antwort lautete, dass er hier keine Rolle für die US-Streitkräfte sehe. Der Hintergrund dieser Anfrage: Es gab tatsächlich zwei ernst gemeinte Vorschläge, dass der Präsident doch das Kriegsrecht ausrufen und die Wahl in jenen Bundesstaaten, in denen er knapp verloren hat, vom Militär wiederholen lassen solle. Dies zeigt den Ernst der Situation, ebenso wie die bestehende Unsicherheit in den USA und auch die Spannung, mit der weltweit auf den 20. Januar geschaut wird. Es wird für die USA ein wichtiger, aber potenziell spannungsgeladener Tag sein. Chiron wird am 20.01. im Halbsextil mit Mars und Uranus und im Sextil mit Jupiter und Saturn stehen, was ein leicht positiver, heilender und harmonisierender Einfluss sein könnte. Man darf gespannt sein. Weiterer Ausblick auf die USA. Die Aufarbeitung der Wahl und ihrer Implikationen läuft bereits jetzt. Es werden immer mehr Details bekannt, mit denen man sich sicherlich auch in 2021 noch auseinandersetzen wird. Es gibt auch Rufe nach einer Modernisierung der Wahlabläufe, die einigen nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Insbesondere durch die schlechte Stellung und die 4 Quadrate von Uranus, die wir noch im Detail besprechen, werden es größere Veränderungen in 2021 zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich deutlich schwerer haben oder größere Anstrengungen erfordern, oder sie könnten unberechenbar oder chaotisch ablaufen. Das amerikanische Volk erscheint derzeit gespalten, besonders im Hinblick auf Donald Trump, die Präsidentschaftswahl 2020 und die Corona-Pandemie. Während wir dieses Video produzieren, wird Donald Trump von vielen Stimmen so wahrgenommen, dass er sich mehr um die Anfechtung der Wahl als um die Pandemie kümmere. Und der designierte Präsident Joe Biden ist erst ab dem 20. Januar voll handlungsfähig. Wird es Joe Biden gelingen, die Menschen zu vereinen und eine neue Vision zu erschaffen? Welche Maßnahmen wird er mit seinem bereits berufenen Expertenteam bezüglich der Corona-Pandemie ergreifen? Und wie erfolgreich wird er damit sein? Chiron im Sextil zu Saturn. Wir finden im Februar wiederum einen heilenden Impuls durch Chiron in Widder, der mit Saturn in Wassermann ein Sextil bilden wird. Wird der Weg zu mehr Freiheit und der Wiederkehr vieler unserer Rechte möglich, da Saturn uns zur Verantwortung mahnt, dass die eigene Freiheit dort aufhört, wo die des anderen beginnt? Möglicherweise wird unser Schicksal durch Ernsthaftigkeit und die Übernahme von Verantwortung in eine andere Richtung gelenkt. Saturn kann als Signifikator der Pandemie angesehen werden und Chiron im Widder stellt hier einen kurzen, harmonisierenden Impuls dar. Diese Konstellation kann also einen kurzfristigen, unterstützenden Faktor darstellen. Ein solcher heilsamer und harmonisierender gesellschaftlich wirkender Impuls wird sicherlich von vielen erhofft und vielleicht kann dieses Sextil etwas Gutes, Linderndes und Aufbauendes bewirken, wenn dieser Impuls wirksam aufgenommen werden kann und weitergetragen wird. Dies liegt an uns und jeder kann etwas dafür tun. Weltweit hatten wir schon in 2020 große schicksalhafte Einschränkungen erlebt und es gab und gibt viele persönliche harte Schicksale, sei es gesundheitlich oder beispielsweise in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und so weiter. Auch die Karriere und persönliche Wunschträume betreffend. Und natürlich all die vielen Menschen, deren Unternehmen berufliche oder freiberufliche Tätigkeit durch die Pandemie behindert oder ganz gestoppt wurden, mit allen persönlichen und vor allen Dingen auch finanziellen Nachteilen, die damit verbunden sind. Die Menschen, die im medizinischen und pflegerischen Bereich tätig sind, oftmals mit schlechter Bezahlung, aber unter Corona-Bedingungen nicht mehr Belastung, Stress und gesundheitlichem Risiko, wünschen sich sicherlich auch mehr Unterstützung als nur Applaus und Anerkennung. Auch der Verlust bzw. die starke Einschränkung von Bürgerrechten wie dem Versammlungsrecht trifft eine Gesellschaft hart. Aber es sind vor allem auch die menschlich heilsamen Begegnungen wie Besuche von lieben Angehörigen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, die derzeit weltweit oftmals nicht möglich sind. Dies resultiert in menschlichem Leid durch Vereinsamung und soziale Isolation und wird zunehmend als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Hoffen wir, dass sich auch hier etwas Positives und Heilsames entwickeln kann. Leider sehen die kommenden Rahmenbedingungen hierfür nicht so günstig aus. Uranus in Stier im Quadrat zu Saturn in Wassermann. Im Februar bilden am 17. Uranus und Saturn das erste von 3 Quadraten in diesem Jahr. Jedes der 3 Quadrate, die alle mit Saturn in Wassermann und Uranus in Stier stattfinden, hat dennoch eine leicht andere Qualität, da im ersten Quadrat beide Planeten direktläufig sind und im zweiten Quadrat aber Saturn rückläufig ist, während es im dritten Quadrat genau andersherum ist. Uranus ist rückläufig.
Sehr interessant ist hier die Verknüpfung der griechischen Mythologie, in der wir den Konflikt zwischen Uranos und Kronos, Saturn, finden. Uranos sperrte seine Nachkommen tief in der Erde im Tartaros ein. Sein Sohn Kronos, also Saturn, war es schließlich, der ihn mit einer Sichel aus Adamant entmannte. Hier im ersten Quadrat trifft ein gutstehender Saturn im Wassermann auf einen geschwächten Uranus im Stier. Welche Wirkungen entstehen aus dieser energiegeladenen Situation? Könnten sich die Kräfte des gutstehenden Saturns im Wassermann durchsetzen, würden wir eine neue Zeit und eine Beschneidung und Begrenzung der alten Ordnung erleben, so wie es sich 2020 bereits leider im negativen Sinne angedeutet hat. Uranus befindet sich im festen Erdzeichen Stier im Fall. Eine Weiterentwicklung scheint gehemmt. Doch die Kraft des begrenzenden Saturns im festen Luftzeichen Wassermann drängt auf eine ideellere Ordnung ohne Apathie und fehlender Empathie. Mehr freiheitliche Strukturen sollen hier ja gerade zu einer neuen Ernsthaftigkeit führen, denn Freiheit bedeutet stets Verantwortung und das Anerkennen von Grenzen. Die begrenzenden Maßnahmen und Regularien der Verantwortlichen und deren striktes Befolgen und das Runterfahren vieler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bereiche für das allgemeine Wohl wird voraussichtlich als Konflikt mit der Stagnation und dem Chaos in den Bereichen, in denen Fortschritt und Entwicklung oder eine Wandlung der Situation besonders gewünscht sind, erlebt. Es besteht zu dieser Zeit die Gefahr, dass sich die Gesellschaft in zu vielen Maßnahmen und Eingrenzungen verrennt und es nicht schafft, ihre Erkenntnisse über die verschiedenen aktuellen Probleme dazu zu verwenden, eine sinnvolle Wandlung zu durchlaufen. Probleme könnten Apathie und mangelnde Empathie darstellen. Uranus bildet zudem immer noch eine Konjunktion mit dem Fixstern Hamal, der Grausamkeit und Gewalt symbolisiert, was auf eine schwierige und potenziell aggressive Zeit hindeutet. Warten wir also ab, wie sich diese Februarkonstellation auswirkt und wie lange sie Konsequenzen zeitigt. Es soll im März in Deutschland 2 Landtagswahlen geben, sowie Parlamentswahlen in den Niederlanden. Im April sind vorgezogene Landtagswahlen in Thüringen vorgesehen. Vielleicht lassen sich hier gesellschaftliche Trends ableiten, die das Jahr noch bestimmen werden. Gehen wir in den Mai. Schottland. Die nächste Wahl des schottischen Parlaments findet voraussichtlich am 6. Mai 2021 statt. Die Partei von Regierungschefin Nicola Sturgeon hat gute Aussichten auf eine absolute Mehrheit. Derzeit strebt Sturgeon ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an, damit Schottland unabhängig werden kann und nach dem Brexit wieder der EU beitreten kann. Das letzte Referendum im September 2014 war von den Schotten mit 55% noch knapp abgelehnt worden. Inzwischen zeigen Umfragen jedoch, dass ein erneutes Referendum eine Mehrheit finden könnte. Allerdings wird hierfür die Genehmigung der britischen Regierung benötigt oder sie muss vor Gericht erstritten werden. Es wird sicher spannend zu sehen, ob und wenn ja, wie sich diese Bestrebungen unter den besonderen Bedingungen von 2021 entfalten können. Jahresausblick Brexit. Der Brexit war seit seinem Beschluss eher schleppend und teilweise ungeordnet oder sogar chaotisch angegangen worden. Und dies wird sich wohl angesichts der kommenden Konstellation, insbesondere der 4 Uranus-Quadrate in 2021 mit Jupiter und 3-mal Saturn, voraussichtlich nicht ändern. Die Übergangsfrist zwischen Großbritannien und der EU endet mit dem 31. Dezember und was danach kommt, ist derzeit ungewiss. Auch mit einem möglicherweise noch gelingenden Brexit-Handelspakt sind die Konsequenzen schwer abzuschätzen. Bei der Produktion dieses Videos sind die Verhandlungen über einen möglichen Handelspakt noch im Gange, 11 Tage vor dem Stichtag, was schon jetzt nicht für ein schnelles Vorgehen spricht. Wird es angesichts der teilweise fortschrittshemmenden Konstellationen in 2021 so schleppend weitergehen? Interessanterweise wurde eine für Mai 2021 vorgesehene EU-weite Volkszählung pandemiebedingt auf das Jahr 2022 verschoben. Jupiter tritt in das Zeichen Fische ein. Im Mai findet der Ingress von Jupiter in das Fischezeichen statt. Er wird am 13. Mai in das Zeichen seiner Herrschaft eintreten. Aufgrund seiner Rückläufigkeit, die am 21. Juli beginnt, bleibt er dort vorerst nur bis zum 28. Juli, wo er in das Zeichen Wassermann zurückgeht. Jupiter, der Planet der Wertvorstellung, des Wachstums und Wohlstands, erstarkt in den Fischen, da es sein Domizil darstellt. Mit der hingebungsvollen Kraft der Fische kann Jupiter sich optimal entfalten und ausdrücken. Er verspricht uns, einige seiner Segnungen angedeihen zu lassen. In der Periode, in der Jupiter in den Fischen steht, fallen die gesellschaftlichen Wertvorstellungen der Hingabe an höhere Werte und Ideale wieder auf fruchtbaren Boden. Totale Mondfinsternis. Am 26. Mai wird eine vollständige Mondfinsternis stattfinden.
Sie wird in Südostasien, Australien, einem Großteil von Nord- und Südamerika, dem Pazifik, Atlantik, Indischen Ozean und der Antarktis sichtbar sein. Die Sonne und der aufsteigende Mondknoten werden in Zwillinge stehen und der Mond in Schütze. Aus Sicht der kabbalistischen Astrologie repräsentiert das Sonnenlicht den Einfluss der höheren Kräfte und die Kraft des Bewusstseins, Tiferet. Der Mond, Jesod, ist der Vermittler zwischen höheren und niederen, erdhaften Kräften, Malchut. Befindet sich der Vollmond im Erdschatten, es herrscht also eine totale Mondfinsternis und es ist ein Blutmond zu sehen, ist die Verbindung zum höheren Bewusstsein unterbrochen. Der Lichtfluss der Sonne, Tiferet, wird durch die Erde die Materie, Malchut, behindert. Es ist also eine Zeit, wo die unausgeglichenen Anteile des niederen Selbstes vermehrt, ohne die bewusste Kontrolle des Geistes agieren können. Das Niedere und Triebhafte wird betont, ohne Verbindung zum Höheren. Ringförmige Sonnenfinsternis in Zwillinge. Zwei Wochen später, am 10. Juni, findet eine ringförmige Sonnenfinsternis statt. In einem Großteil von Europa, Asien sowie Nordamerika ist sie partiell oder komplett zu sehen. Außerdem ist sie in Nord- und Westafrika, im Atlantik und in der Arktis zumindest partiell zu sehen. Nach okkulten Gesichtspunkten ist die Sonnenfinsternis das Gegenteil der Mondfinsternis. Bei einer Sonnenfinsternis gelangt das Licht nach Jesod, jedoch nicht nach Malchut. Somit stellt eine Sonnenfinsternis ein eher spirituelles Himmelsevent dar. Wenn du an einer ausführlichen astrologischen Deutung dieser Ereignisse interessiert bist und die Bedeutung aus Sicht der Mysterien erfahren möchtest, lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir machen gerne ein Video dazu, wenn es auf größeres Interesse stößt. Uranus wieder im Quadrat mit Saturn. Am 15. Juni bilden Uranus und Saturn ihr zweites Quadrat. Die allgemeine Disziplin und Ernsthaftigkeit vom jetzt rückläufigen und potenziell schwierigeren Saturn, die auf menschliche Ideale und Freiheit ausgerichtet sind, kommt wieder in Reibung mit den stagnierenden Wandlungsfähigkeiten von Uranus in Stier. Saturn steht hier zudem in Konjunktion mit dem Fixstern Dorsum, der ihm einen ungünstigen Einfluss verleiht. Seine Bedeutung wird als verhängnisvoll beschrieben. Demgegenüber bildet der direktläufige Uranus eine Konjunktion mit dem Fixstern Allmach, der seine schwierige Stellung im Stier etwas mildert und ihm günstige kreative Einflüsse verleihen kann. Rückläufigkeit aller langsamen Planeten. 2021 gibt es eine siebenwöchige Phase vom 20. August bis zum 7. Oktober, in der alle langsamen Planeten gleichzeitig rückläufig sind. Wir können verschiedene unerwartete Ausdrucksformen der Kräfte, die die Planeten repräsentieren, erwarten, und zwar beispielsweise in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Justiz und Gesetzgebung, Gesundheits- und Rentenwesen. In dieser rückläufigen Phase drücken sich die Kräfte der Planeten unkonventionell aus und können schwieriger zu handhaben sein. In diese Zeit fällt in Deutschland die Bundestagswahl, die für den 26. September vorgesehen ist. Kanzlerin Merkel steht bei einigen stark in Kritik, da sie von vielen als Personifizierung der von ihr vertretenen, eher harten Covid-bedingten Einschränkungen wahrgenommen wird. Andere wertschätzen ihre Politik, da diese als über längere Zeit wirksam wahrgenommen wurde. Man darf gespannt sein, wie sich die langsamen Planeten hier auswirken werden. Lilith-Konjunktion aufsteigender Mondknoten. Während der rückläufigen Phase der langsamen Planeten inklusive Chiron bilden Lilith und der aufsteigende Mondknoten am 7. September eine Konjunktion. Hier treffen zwei geheimnisvolle mythologische Figuren aufeinander. Lilith, in der Kabbalah die Mutter aller Dämonen, die unsere schattenhafte Seite, unsere unausgeglichenen und chaotischen Aspekte darstellt, sowie der Drachenkopf. Von der Mondknotenachse wird gesagt, bei einer Finsternis verschlinge ein Drache die Himmelslichter, Sonne und Mond. Der Drachenkopf wird nach okkulten Maßstäben allerdings als der positive der beiden Faktoren gedeutet. Er stellt beispielsweise in der Geomantie, einer Orakelmethode, ein glücksbringendes Zeichen dar. Wir erleben die Auseinandersetzung dieser beiden unterschiedlichen Kräfte im Zeichen Zwillinge, wo sie für allerlei geistige Unruhe, Zusammenhangslosigkeit und Verwirrung sorgen können, im negativen Falle. Es könnte im positiven Falle auch eine Phase intellektuell geistiger Erneuerung sein, die eigentlich an der Zeit wäre, doch noch behindert wird. Kurz vor dieser Konjunktion bildeten Mars und Neptun eine Opposition. Mars, der Krieger und der Planet der Energie und Durchsetzungskraft, der es hier ganz genau nehmen will und für eine praktische und geordnete Einschätzung der Tatsachen eintritt, steht im Gegensatz zum träumerischen Neptun, der seine Fantasie auf höhere Sphären und Ideale richtet.
Insgesamt erleben wir eine Zeit der Unklarheit, des Durcheinanders und der unklaren Verhältnisse sowie der Widersprüche zwischen einer Kraft, die für geordnete irdische Strukturen steht, und Visionären, die den Traum von Idealen und einer besseren Zeit im Sinn haben. Sonnenfinsternis in Schütze. Am 4. Dezember findet eine weitere Sonnenfinsternis statt, diesmal eine vollständige. Allerdings wird sie nur in den folgenden Gegenden partiell zu sehen sein: im südlichsten Teil Australiens, Afrikas und Südamerikas sowie Pazifiks, Atlantiks und Indischen Ozeans und zudem in der Antarktis. Durch die Stellung im Zeichen Schütze können wir unser Blick und unser geistig-spirituelles Streben ganzheitlich ausrichten. Diese Sonnenfinsternis ist natürlich wiederum mit einer Mondfinsternis verknüpft, die allerdings lediglich partiell sein wird und 2 Wochen zuvor am 19. November stattfindet. Wenn du, wie bereits erwähnt, mehr über die Eklipsen erfahren willst, schreib in die Kommentare, damit wir bei großem allgemeinen Interesse ein spezielles Video dazu machen. Uranus erneutes Quadrat zu Saturn. Am 24. Dezember bilden Uranus und Saturn ihr 3. Quadrat in diesem Jahr. Saturn ist wieder direktläufig, während Uranus wieder rückläufig ist. Die etablierten Regeln und Einschränkungen, die auf menschliche Ideale ausgerichtet sind, stehen wieder in Konflikt mit der erlebten Stagnation und dem Chaos in den Bereichen, in denen Fortschritt und Entwicklung besonders gewünscht sind. Saturn bildet wiederum eine Fixsternkonjunktion, diesmal mit Albali, der für Gefahr, Verfolgung und Tod stehen kann und damit durchaus saturnische Themen verstärkt. Er wird allerdings gelegentlich auch als glückbringend und nicht als ungünstiger, sondern eher neutraler Einfluss beschrieben, sodass die im Grunde positive Stellung von Saturn, der im Wassermann herrscht, nicht unbedingt gefährdet scheint. Nach dem 3. Uranus-Quadrat im Dezember wird eine Bestandsaufnahme interessant sein. So viele Themen sind noch offen, für die es Lösungen braucht. Beispielsweise sei hier die Klimadiskussion genannt, die durch den pandemiebedingten Stopp der Fridays for Future Events und andere Ereignisse nicht mehr so stark im Fokus war. Wie wird sie sich in 2021 entwickeln? Auch die Flüchtlingssituation im Mittelmeer ist noch ungelöst, so wie vieles andere, was durch Covid-19 verlangsamt oder aus dem öffentlichen Fokus geraten ist. Wir erleben in den letzten Jahren und besonders in 2020 noch einmal eine Steigerung diverser Bewegungen, die versuchen, sich Tatsachen und Fakten sowie diversen Einschränkungen, die sie subjektiv als ungerechtfertigt oder zu stark erlebten, zu entziehen, beispielsweise durch Leugnung oder Umdeutung, sogenannte alternative Fakten, oder die versuchen, sich die Welt durch nicht bewiesene bzw. nicht beweisbare Verschwörungstheorien zu erklären. Die Gründe für diese Bewegungen sind komplex und vielschichtig. Zu den astrologischen Hintergründen kannst du dir unser Prognosevideo für 2020 anschauen. Die aktuelle Frage ist: Wie wird es aus astrologischer Sicht damit in 2021 weitergehen? Aus astrologischer Sicht sieht es derzeit nicht so aus, als würde es hier ein größeres Verbesserungspotenzial geben. Wir haben insgesamt 4 Quadrate in 2021, in denen sich der im Stier im Fall stehende Uranus einmal mit Jupiter und sogar 3-mal mit Saturn reibt. Größere gesellschaftliche Veränderungen werden es somit schwer haben. Und somit sieht es tendenziell nach einer Fortsetzung der Einschränkung aus, die vermutlich auch im nächsten Jahr die Fortsetzung dieser Fluchtreaktion zur Folge haben können. Jupiter tritt wieder in das Fischezeichen ein. Am 29. Dezember gesellt sich Jupiter wieder zu Neptun in das Fischezeichen, so dass der neue und der alte Herrscher in den Fischen vereinigt sind. Jupiter wird so erneut zu einem Hoffnungsträger und gibt einen positiven Jahresausklang und Übergang in das Jahr 2022. Das Jahreshoroskop 2021. Beispiele für Europa, Deutschland und die USA. Wir wollen dir noch eine interessante astrologische Technik vorstellen. Das Jahreshoroskop. Ein Jahreshoroskop wird in der Regel nicht für den 1. Januar, sondern für den Frühlingspunkt auf 0 Grad Widder erstellt, da das astrologische Jahr zu diesem Zeitpunkt beginnt. Hier haben wir exemplarisch die Jahreshoroskope für Deutschland, Europa und die USA erstellt. Wie man sieht, sind diese natürlich von den Planetenkonstellationen her gleich. Den Unterschied machen hier vor allem der Aszendent, Häuserspitzen und deren Herrscher. Interessant wird es zudem, wenn wir sie zu den Gründungshoroskopen der Länder, Parteien oder Staatsoberhäupten bzw. Machthabern in Synastrie setzen. Anhand der Deutung können Rückschlüsse auf Trends und Prognosen zu verschiedenen Bereichen erstellt und in Beziehung zum Charakter des Staates gesetzt werden. Da dies umfangreicher ist, könnten das interessante Inhalte für ein ganz eigenes Video darstellen.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest und wir uns die Jahreshoroskope näher anschauen sollen, lass uns das in den Kommentaren wissen, damit wir dazu ein Video erstellen oder vielleicht auch mal einen Livestream durchführen. Kommen wir nun noch zu einer wichtigen Vorschau für 2021 in eigener Sache. Wir bieten im Jahr 2021 eine Online-Webinarreihe in kabbalistischer Astrologie an. Wenn du dich dafür interessierst, die Astrologie zu erlernen und mehr darüber wissen möchtest, nutze den Link in der Beschreibung. Melde dich am besten auch für unseren Newsletter an, damit du immer über interessante Neuigkeiten und wichtige Termine informiert bist. Unterstütze uns mit deinem Like für dieses Video und falls du noch nicht Teil der kabbala.de YouTube-Familie bist, klicke den Abo-Button und die Glocke und sei dabei. Wir wünschen dir einen guten Jahresübergang bzw. ein erfülltes Jahr 2021. Vielen Dank für dein Interesse und bis demnächst. Thank you.